ist schön, sich niederzulassen, wenn man so lange unterwegs war. Ach ja? Warst du auf der Flucht, als du jünger warst? Ja, man muss fliehen, wenn ein Kopfgeld auf einen ausgesetzt ist. Kleiner Rat. Schreib kein falsches Spiel mit Raider. Die sind Nachtragend. Ja, das ist ein guter Rat. Klingt nach einem ziemlichen Abenteuer. Ja, das war's. Irgendwann erzähle ich dir mal alles. Was willst du hier? Willst du handeln, mich ausrauben oder nach dem Weg nach Diamond City fragen? Diamond City? Wo liegt das? Wegbeschreibung. War klar. Geh einfach Richtung Osten, bis du die Skyline siehst, über den Fluss. Das große grüne Juwel findest du innerhalb der Stadtgrenze. Carla. Wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Lass mal sehen, was du so hast. Wenn du was kaputt machst, musst du es kaufen. Willst du etwas handeln? Zeig mal, was du so hast.
War neulich beim Museum der Hexerei unterwegs. Da läuft es mir immer kalt den Rücken runter. Aber jetzt würde ich... 10 Pferde dorthin bringen. Hallo. Ich bin immer offen für Geschäfte. Klar, ich schau's mir an. Von der stählernen Bruder willst du handeln? Dann lass mal sehen, was du so hast. Okay, Mädchen, gehen wir. Ja. Hey, Carla. Wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Klar, ich schau's mir an. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camps-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Hey, hey, immer mit der Ruhe, Wolfbürschchen. Das geht dich nichts an. Du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht mich das was an. Okay, okay, ganz ruhig. Wir nehmen die Waffen runter, ja? Tu nur nichts Unüberlegtes. Jetzt gib mir dein Geld. Alles. Bleib einfach ruhig, okay? Hier, das ist alles, was ich hab. Was ist hier los? Nur eine Meinungsverschiedenheit unter Geschäftsleuten. Trudy sitzt auf einem Haufen Waren, die sie mir schuldet. Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Aber anscheinend muss ich mir mein Eigentum mit Gewalt holen. Lust auf ein bisschen schnelles Geld? Hilf mir. Ich könnte noch eine Knarre gebrauchen. Oder glaubst du, du kannst sie zur Vernunft bringen? Wenn ich helfe, erwarte ich eine Bezahlung. Und ich würde dich auch gerne bezahlen, aber du hast ja mein Geld. Wir finden eine Lösung, wenn das vorbei ist. Wer ist Trudy? Siehst du diesen Diner da drüben? Der gehört Trudy. Sie hat daraus einen kleinen Laden gemacht. Ich verkaufe ihr Camps, sie gibt mir Kronkorken und Teile. Und als ihr Sohn Patrick 18 wurde, habe ich ihm etwas Jet verkauft. Dann ein bisschen mehr. Dann noch viel mehr. Jetzt hat er Schulden. Jet? Was ist Jet? Mein Kassenschlager. Davon lernst du fliegen. Das macht dich schneller. Nimm vor einem Kampf mal ein Näschen. Patrick wollte wohl vom Rockzipfel seiner Mutter loskommen und ein harter Junge sein. Also hat er was gekauft. Und warum sollte man dann aufhören? Also, ich habe dem Jungen viel Jet verkauft und erwarte, dass jemand sein Zahlungsversprechen einlöst. Drecksack, du hast ihn abhängig gemacht. Ja, ja, den Spruch kenne ich schon. Hey, er wollte ein Produkt, ich habe es ihm verkauft. Und ich erwarte eine Bezahlung für mein Produkt. Hilfst du uns jetzt oder nicht?
Und warum genau sollte ich dir helfen? Also, ich handle mit Camps. Du weißt schon, Medizin. Ist hier recht nützlich. Stimpaks können deine Wunden blitzschnell verschließen. Ganz zu schweigen von dem lustigen Zeug. Hab ich auch. Wenn du mir hilfst, können wir Geschäfte machen. Glaub mir, mich sollte man als Freund haben. Ich rede mit ihr. Vielleicht können wir das klären. Sehr gut. Wenn was schief läuft, sind wir hinter dir. Entschuldigung. Ich habe gesehen, wie du mit diesem Giftverkäufer geredet hast. Der kriegt kein Geld. Punkt. Warum? Was ist denn das Problem? Oh, hat dir das dieser Chems-Dealer nicht gesagt? Er hat meinen Jungen von Jet abhängig gemacht, ihm den Dreck auf Kredit verkauft und will jetzt von mir das Geld. Dieser Mistkerl kriegt keinen einzigen verdammten Kronkorken von mir. Also du schuldest ihnen Geld. Wenn du zahlst, ist alles vorbei. Alle ziehen ihre Wege, niemand wird verletzt. Ich habe eine bessere Idee. Du erledigst Wolfgang. Ich zahl dir 100 Kronkorken, wenn du ihm eine Kugel zwischen die Augen jagst. Wolfgang und ich hatten eine Abmachung. Wenn ich die brechen soll, brauche ich mehr. Da spiele ich nicht mit, Plünderer. 100 Kronkorken oder gar nichts. Und warum sollte ich dir helfen? Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber hier kommen Karawanen durch. Ich habe Vorräte. Hilf mir, dann kann ich dir verkaufen, was du haben willst. Okay, Trudy. Ich räume ihn aus dem Weg. Danke. Ich gebe dir von hier aus Unterstützung. Schnapp ihn dir. Du hast dich mit dem... Kannst kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich. Wenn du handeln möchtest, mein Laden hat geöffnet. Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist. Aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Klar. Ich schau's mir an. Alles bergungsgut, aber kein Schrott.